Herzlich willkommen zur nächsten Edition des Jura Espresso Zivilrecht. Wie immer präsentiert von Learnity.com, examensrelevant Juridicus und Your Case. Unwahrer Anlegerschutz. Der geht wie folgt. R ist Rechtsanwalt und war für die Kanzlei S und B als freier Mitarbeiter tätig. Im Auftrag von Aktionären der A AG nahm er diese gerichtlich auf Erfüllung eines Vertrages über den Rückkauf von Aktien der A AG in Anspruch. Auf der Homepage der S&B, also der Kanzlei, wurde ein von R verfasster Beitrag veröffentlicht, der über die Klageerhebung unter voller Namensnennung wie folgt berichtet. Absatz 1. Die Anlegerschutzkanzlei S&B hat für Aktionäre Zahlungsklage gegen die A AG erhoben. Dann wird ein bisschen was offen gelassen. Seit 2003 wird den Aktionären der Kauf ihrer Aktien zu einem höheren Preis als dem Emissionspreis versprochen und auch vertraglich zugesichert. Absatz 2. Der Vorstand der AAG hält die Aktionäre mit immer neuen Versprechen, wonach die Kaufabwicklung unmittelbar bevorstehe, nun schon ganze 7 Jahre hin. Dann geht es weiter. Hinzu kommt, dass die Aktionäre außer Hinhalteparolen keine aussagekräftigen Informationen über das Unternehmen erhalten. Die wahre Geschäftstätigkeit und Geschäftsentwicklung wird verschleiert. Dann wieder eine kleine Auslassung. Betroffene Investoren können sich der Interessengemeinschaft AAG anschließen. Die in Absatz 2 gemachten Aussagen sind jedoch unwahr. Der Beitrag selbst wurde später nach Abmahnung durch die AAG gelöscht. Der Beitrag wurde jedoch unter der Überschrift Zahlungsklage gegen AAG erhoben, von anderen Internetportalen bereits vervielfältigt und ist dementsprechend abrufbar. Die AAG verlangt nun von R die Löschung des im Internet über Suchmaschinen abrufbaren Artikels Anführungszeichen Zahlungsklage gegen AAG erhoben, Ausführungszeichen zu bewirken, weil die dortige Darstellung falsch ist. Hilfsweise verlangt die AAG von R die Löschung des Absatzes 2. Auch das nachgebildet einer ganz aktuellen Entscheidung des Bundesgerichtshofs. So, da mal uns die Lösung anschauen. 1004, diesmal beginnen wir, weil wir kein Besitzschutzrecht im Vordergrund haben. Also, Anspruch könnte bestehen, der AG auf Löschung des gesamten Beitrags, das ist ja der Hauptanspruch, der hier geltend gemacht wird, aus § 1004 in Verbindung mit § 823 Absatz 1. Analog. Dafür bräuchten wir zunächst einmal eine planwidrige Regelungslücke. Das kennen wir jetzt ja schon. 823 greift nur im Hinblick auf die Rechtsfolge Schadenskompensation, § 1004 bei Eigentumsverletzungen, bei der Frage der vergleichbaren Interessenlage ist letztendlich irrelevant, ob die Abwehr für die Eigentumsverletzung begehrt wird oder für die Verletzung sonstiger Rechtsgüter, die in 823 Absatz 1 als eigentumsgleich behandelt werden. Dann Rechtsgutverletzung und Rechtswidrigkeit. Das packen wir mal in einen Topf. Löschung bzw. das Hinwirken auf Löschung setzt eine unwahre Tatsachenbehauptung voraus, weil ich ansonsten ja keine Rechtsgutverletzung habe. Dann muss die Abhilfemaßnahme unter Abwägung, da sind wir wieder ganz da, wo wir bei dem Nichtraucherfall auch schon waren, der beiderseitigen Rechtsposition zur Beseitigung des Störungszustands geeignet, erforderlich und dem Störer zumutbar sein. Also auch diesen Dreiklang kennt man ja. Hier enthält der Beitrag eine Vielzahl wahrheitsgemäßer Aussagen, nämlich beispielsweise in Absatz 1, siehe Sachverhalt. Das heißt, die Löschung des gesamten Beitrags, wie mit dem Hauptanspruch oder dem Hauptantrag, wenn wir das jetzt mal klagemäßig betrachten, ist nicht erforderlich im obigen Sinne. Das heißt, Ergebnis, ein derartiger Anspruch auf Löschung des gesamten Beitrags ist nicht gegeben. So, dann der Hilfsanspruch oder Hilfsantrag, wenn ich es prozessual betrachte, also Anspruch auf Löschung des Absatzes 2. Da brauchen wir erstmal eine entsprechende Rechtsgutbetroffenheit, also Vorliegen einer Tatsachenbehauptung als Abgrenzung zum Werturteil. Tatsachenbehauptungen zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine objektive Beziehung zwischen Äußerung und Wirklichkeit haben, sodass also eine Überprüfung auf die Richtigkeit mit Mitteln des Beweises zugänglich sind. Das kennt man aus dem Strafrecht vielleicht, diese Definition. Werturteil hingegen ist gekennzeichnet durch ein Element der Stellungnahme und des Dafürhaltens, also eine subjektive Beziehung. Also es ist letztlich kein Beweis als wahr oder unwahr möglich, also dem Beweise gerade nicht zugänglich. Hier sind es letztendlich Vorwürfe tatsächlicher Art in dem Absatz 2, die dem Beweis zugänglich sind.
Tatsachenbehauptungen sind nämlich nicht derart mit Wertungen verknüpft, also diese hier in Absatz 2, dass ihr Tatsachengehalt, also der Kern quasi von dahinterstehenden Meinungsäußerungen, überlagert und geprägt werden. Da steht zwar was von Hinhaltetaktik, aber letztendlich lässt sich noch ein Tatsachenkern herausarbeiten. Dann bräuchten wir einen Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht der AAG, also in ein geschütztes Rechtsgut im Sinne von § 823, was dann wiederum die analoge Anwendung von § 1004 ermöglichen würde. Hier kommt in Betracht Schutz des allgemeinen Persönlichkeitsrechts auch einer Aktiengesellschaft, also einer juristischen Person und nicht einer natürlichen Person, durch Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz in Verbindung mit Artikel 19 Absatz 3 und auch Artikel 8 Absatz 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention, nämlich der soziale Geltungsanspruch, auch diese Formulierung sollte man sich merken, der Aktiengesellschaft als Wirtschaftsunternehmen. Und die Äußerungen in dem Artikel in Absatz 2 sind geeignet, weil sie nämlich ja unwahr sind, das Ansehen der AAG in der Öffentlichkeit zu beeinträchtigen. So, dann die nächste Frage, ist diese Beeinträchtigung denn auch rechtswidrig? Die Tatsachenbehauptungen in Absatz 2 sind laut Sachverhalt unwahr. Dann muss aber das, wenn das so ist, und das müssen wir ja hinnehmen, wenn es im Sachverhalt so steht, dann ist aber das Recht des R auf Meinungsfreiheit hinter dem Interesse des A am Schutz ihres sozialen Geltungsanspruchs als Wirtschaftsunternehmen muss dann zurücktreten. Und letztendlich sind die Aussagen ja, wie man dem letzten Satz von Absatz 2, wenn man dann nochmal zurück in den Sachverhalt schaut, ja anmerkt, hauptsächlich im eigenen Interesse zur Gewinnung neuer Mandanten gemacht, wo ja quasi ein Aufruf ist, sie können sich dieser Interessengemeinschaft anschließen, sodass also das Informationsanliegen doch zurücktritt. Und dann ist ja letztendlich nur noch die Frage, ist er eigentlich der Störer? Denn das Ganze war ja auf einer Homepage der Kanzlei veröffentlicht, ursprünglich und dann schließlich von anderen kopiert worden. Störer ist jeder, der die Störung herbeigeführt hat oder dessen Verhalten eine Beeinträchtigung, also eine zukünftige, befürchten lässt. Hier hat der R den Beitrag selbst verfasst und im Internet veröffentlicht, ist also unmittelbarer Störer eigentlich. Problem, der Beitrag ist aber schon gelöscht. BGH sagt zu einer solchen ja alles andere als seltenen Konstellation, nach dem Motto, der eigentliche Ursprungsbeitrag, den gibt es nicht mehr, aber dadurch, dass er mehrfach kopiert worden ist, hat er sich quasi fortgepflanzt im Internet. Und BGH sagt, der Verfasser eines Internetbeitrags, dem ist die Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts auch dann zuzurechnen, wenn sie durch Weiterverbreitung durch Dritte im Internet entsteht. Alles andere wäre ja auch Schwachsinn, auf gut Deutsch gesagt. Denn Meldungen im Internet werden ja typischerweise von Dritten verlinkt und kopiert und das weiß der übliche Nutzer, also auch R hier auch. Das heißt, die Rechtsgutverletzung durch Dritte ist äquivalent und adäquat kausal auf die Erstveröffentlichung zurückzuführen. Und es hat sich auch eine durch die Veröffentlichung des Ursprungsbeitrags geschaffene internettypische Gefahr, das ist auch eine schöne neue Begrifflichkeit, also relativ neue, verwirklicht. So, Anspruchsinhalt, bewirken der Löschung, dazu wird dann der R verpflichtet. Was heißt bewirken? Die Herbeiführung eines entsprechenden Erfolges. R hat nun aber keinen Zugriff auf fremde Internetseiten. Und der Schuldner ist natürlich nur zu solchen Beseitigungsmaßnahmen verpflichtet, die in seiner Macht stehen. Das heißt, er schuldet keine Bewirkung der Löschung im unmittelbaren Sinne, sondern muss im Rahmen des ihm möglichen und zumutbaren auf Löschung der rechtswidrigen Inhalte hinwirken. Und das ist dann dementsprechend auch vollstreckbar. Das sind dann Fragen der Zivilprozessordnung, also 887, 888 ZPO.